Servus und Tag auch zu dem neuen Unboxing von mir. Ja, ist auch schon wieder ein bisschen später dran, aber ich hatte ja im letzten Unboxing schon gesagt, dass ich einfach so ein bisschen was angesammelt hat und ich das jetzt so nach und nach alles nachhole. Asterix und Obelix XXL 2 Limited Edition. Wobei ich keine Edition gefunden habe, die nicht limited ist. Es gab noch eine größere mit einer größeren Asterix-Figur. Aber jetzt nur das Spiel habe ich nirgendwo gefunden. Das Spiel hatte ich sogar bei Amazon vorbestellt schon länger. Und dann kam das irgendwie per DHL und eigentlich so Packstationen direkt so liefern lassen, weil wir ja mitten im Umzug waren zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann ging das nicht in die Packstation und ging zurück, weil Empfänger nicht angetroffen, laut DHL. Ich so, was? Empfänger nicht angetroffen? Was soll das denn? Das ist eine Packstation. Was soll das? Empfänger nicht angetroffen, ne? Das ist ja totaler Blödsinn. Ja, und dann mit mehreren Telefonaten, mit DHL und Amazon, stellte sich dann heraus, dass die dafür eine Identifizierung des Empfängers haben wollten. Also wenn das Spiel ab 18 gewesen wäre und ich mich ausweisen muss, dass ich 18 bin. Das Spiel ist ab 6. Welcher Idiot hat denn gesagt, dass das eine Identifizierung braucht? Das hätte doch jeder annehmen können. Ja, da ging das Ganze zurück, weil umleiten konnte auch nicht mehr. Hätte irgendwie 8 Euro gekostet, wenn sie dann das Paket wieder anständig zugestellt hätten. Aber ich bin nur bescheuert. Ja, und dann habe ich aber irgendwie vergessen, das neu zu bestellen. Und dann hat es Amazon nicht mehr vorrätig. Habe ich mich schon sehr drüber geärgert, weil ich jetzt auch nicht das größere Paket haben wollte, was, glaube ich, nochmal einiges mehr kostete. Und dann habe ich jetzt letztens das in Düsseldorf gesehen, als wir da waren. Und dann habe ich es direkt mitgenommen. Ja, Asterix und Obelix ist, denke ich mal, das kennt jeder, ne? Asterix ist irgendwie ist schon ziemlich cool. Hier ist einmal das Spiel drin und drei Figuren, was ich eigentlich generell schon cooler finde, dass da drei Figuren drin sind, als nur eine große Asterix-Figur. Hier an der Seite steht einfach nur nochmal Asterix und Obelix XXL 2. Und ich meine, das Spiel hat es ganz früher mal für die PlayStation 2 gegeben. Ich habe nämlich ein PlayStation 2 Spiel Asterix XXL irgendwas mit Las Vegas. Und ich meine, da war auch schon zwei, aber dann Las Vegas. Ich bin mir hier, wie gesagt, nicht sicher. Aber die Switch ist ja eh irgendwie so eine Konsole, wo alle Spiele drauf recycelt werden. Aber da ich das Spiel noch nicht gespielt habe, ist es mir ganz recht. Einmal hier hinten, was ist alles drin? Wie gesagt, Spiel und diese Figuren. Hier sind ein paar Bilder zu dem Spiel. Sieht echt witzig und cool aus. Asterix hat halt einen witzigen, coolen Status. Nehmen wir mal den Unboxing-Stein und schnibbeln hier die Folie an der Seite mal so ein bisschen auf, dass wir das aufreißen können. Na, kommen wir jetzt her hier. Zack. Ja, wie gesagt, die Switch ist eher wie so eine Recycling-Konsole. Das Legend of K war ja auch ein PlayStation 2-Spiel. Da gab es zumindest für die PlayStation 2. Und bin mal gespannt, wie das Asterix und Obelix ist. Es ist ja schon auch von der Grafik her aufgewertet. So, da kommt als erstes, ah ne, sind alle zusammen. Warte, sind einzeln. Hier die Figuren. Einmal ganz oben der Idefix, unten Asterix und dann nochmal Obelix. Was ein bisschen schade ist, finde ich, das ist irgendwie so, ja, nicht so ganz mitgedacht. Sie haben hier, wie gesagt, den Idefix, wenn er den raus will. Aber das ist schon mal ein ziemlich cooles Material. Ich finde, die Figur sieht auch echt gut aus. Also das ist kein billiges Plastik oder so. Das ist, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß, ob man das hört. Auf jeden Fall ist es ein härteres Gummi, würde ich jetzt sagen. Und es sieht echt super süß aus, der Idefix. Ne? Also schön detailreich. Kann man so nichts gegen sagen. Aber was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass der Asterix auch einen Idefix auf den Arm hat. Also ich hätte ja gesagt, dass sie dann endlich diesen Idefix hier weg hätten lassen müssen, weil der von den Proportionen natürlich viel zu groß ist, um die daneben zu stellen. Und jetzt irgendwie zwei Idefix daneben, wo einer so riesengroß ist und der so klein. Das sieht irgendwie blöd aus im Regal. Deswegen werde ich den wahrscheinlich irgendwo anders hin verstauen und nicht zu den anderen. Weil so finde ich das schon ganz cool, hätten sie einfach nur Asterix mit Idefix nehmen sollen und sie setzen einfach nur zwei Figuren oder halt auch den Idefix hier auf den Obelix. Schließlich ist Idefix Obelix sein Hund. Aber ja, sie haben es halt so gemacht und auch hier der Obelix sieht super gut aus, schön detailreich und auch wieder dieses
ja, harte Kunststoffgummidingens. Hat so ein bisschen was von so diesen Schleichfiguren, nur ein bisschen härter, würde ich sagen. Aber rein optisch finde ich die richtig, richtig klasse. Haben sie gut gemacht und die kann man sich wirklich schön irgendwo ins Regal stellen. Ne, finde ich gut, gefällt mir. Jo, ihr drei, kommt mal dahin. Dann haben wir, lassen wir hier so dieses Dings, ne, damit das ein bisschen nicht so rumschlockert. Und das Spiel natürlich selber auch. Nochmal den Unboxing-Stein hier und einmal auf. Zack. Ja, so sieht's aus. Nochmal hinten fast die gleichen Bilder wie am Karton. Ne, sind sogar genau die gleichen Bilder. Das ist ein Einspielerspiel. Ein bisschen schade ist, das könnte man ja auch gut zu zweit spielen mit Asterix und Obelix. Und hier drin auch wieder schon, wie ich beim Super Smash Bros. Ultimate gesagt habe, bedruckt. Ne? Er sieht einfach nicht nur langweilig weiß aus, sondern sie haben hier schön noch einen kleinen Druck drauf gemacht. Nicht übertrieben, hier ist halt viel, ist ja viel weiß, aber es macht einfach was mehr her, wenn da einfach nochmal irgendwas anderes drauf gedruckt wird. Es ist nicht einfach irgendwie so ein Wendecover oder sowas, sondern einfach so viel schöner. Ja, und halt die Cartridge ganz normal, wie man sie halt kennt von der Switch. Ja, finde ich echt klasse. Ja, die Figuren, finde ich, sehen sehr, sehr gut aus. Auf das Spiel bin ich mal gespannt. Ich denke mal, dazu werde ich dann auch ein Let's Play machen. Wann, weiß ich noch nicht. Da steht noch einiges anderes im Raum, was sich angestaut hat. Muss mir erstmal meine drei Let's Plays, die noch laufen, eigentlich sogar vier mit den Mickey Castle of Illusion, sind es ja sogar vier. Tomb Raider, Diablo und Pokémon Gelbe Edition, die mache ich erstmal irgendwann zu Ende. Und dann habe ich noch ein bisschen was anderes vor, wo ich schon seit Ewigkeiten vorhatte, das zu machen in den Let's Plays. Und irgendwann kommt das aber, denke ich mal, auch, weil so einfach nur fürs Regal habe ich es mir ja nicht gekauft, sondern auch zum Zocken. Ja, das erstmal zu Asterix und Obelix XXL 2. Wie findet ihr das Spiel? Findet ihr es? Die Figuren, also wie gesagt, ich finde sie detailreich und echt gut gemacht. Ein bisschen schade ist es schon irgendwie, dass man das Spiel nicht ohne Figur kriegt, weil es kostet jetzt aber auch nur, Anführungszeichen, 50 Euro. Aber dafür hast du halt auch die Figuren. Wenn man jetzt sagt, die Figur möchte man nicht haben, dann hätte man das Spiel locker, sag ich mal, für 30 Euro auch so verkaufen können. Vielleicht kommt das hier nochmal irgendwann. Ich habe es zumindest nirgendwo ohne irgendeine Figur gefunden. Aber so ist es erstmal. Gut, ja, ich bin schon gespannt. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das Ganze findet. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und das noch nicht getan habt, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao!